Die Linkspartei hat vom Thüringer Innenministerium eine Abfuhr erhalten. In einer Anfrage an die Landesregierung hatte die linke Abgeordnete König der Bürgerrechtspartei Die Freiheit unterstellt, diese sei von bekannten Rechtsextremisten unterwandert, meldet Europe News. Diese Behauptung hat das Landesamt für Verfassungsschutz zurückgewiesen. Weder aus Thüringen noch aus dem Bundesgebiet hätten Rechtsextremisten an Veranstaltungen der Partei Die Freiheit teilgenommen. Es lägen auch keine Anhaltspunkte vor, die auf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen hinweisen. Die Linkspartei wird allerdings seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Verfassungsschutzchef Fromm hat schon 2008 gesagt, das wesentliche Problem der Linkspartei sei die Duldung, Nutzung und Integration eindeutig extremistischer Kräfte. Die SPD des nordrhein-westfälischen Moers hat versucht, Einfluss auf die Pressefreiheit zu nehmen. Weil die Neue Ruhr-Zeitung mehrfach über eine dubiose Spendenaffäre der Partei berichtet hatte, riefen SPD-Mitglieder bei einer öffentlichen Veranstaltung die Bürger auf Flugblättern zur Abonnementkündigung der Zeitung auf. Die NRZ hatte über Monate immer wieder interne Papiere der Partei für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Steuerzahlerbund hatte Moers als Dorado für Amigo-Affären bezeichnet. Mittlerweile hat sich die Partei von der Aktion distanziert. Soweit die Kopp-Nachrichten.